Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Sleeping Dogs und Agent 47 and a Half. Die letzte Folge hat möglicherweise etwas abrupt geendet, da ich offensichtlich in das Gebiet gestolpert bin vom Zodiac Tournament DLC. Und da hatte ich ein Intro gestartet, das ich jetzt euch nicht unbedingt zeigen wollte. Da das sonst ein bisschen Spoiler ist und ich wollte das gar nicht starten eigentlich. Hat man möglicherweise gemerkt. Und ja, das schauen wir uns dann später mal an, wenn es dann soweit ist. Von daher machen wir jetzt hier weiter. Und decken jetzt mal hier die ganzen... Ja moin. Triadenaktivitäten auf, die wir ja letztes Mal gehackt haben, um die City aufzuräumen. Sind glaube ich 3, 4. Da sind wir eigentlich auch schon ziemlich weit oder haben ziemlich viel. Sollte auch der richtige sein. Mich würde mich ja mal interessieren, was passiert, wenn wir den falschen Typen verhaften lassen. Nice. Stufe 8. Und wieder 10k. Hier gibt es nochmal eine Kanalisation. Sollte auch der richtige sein mit dem Koffer. Yes. Und dann noch in Kennedy Town. Denk mal, der Typ hier. Ja, doch, sollte eigentlich der Typ sein. Wahrscheinlich spielt es vielleicht auch gar keine Rolle. Eventgetrieben. Errungenschaft freigeschaltet. Und da wieder jetzt ein bisschen genug lange mit Mr. Agent 47 herumgelaufen sind, können wir uns ja wieder mal etwas anderes ankleiden. So. Und dann mal schauen, was wir heute so machen. Drogenrazzia, Drogenrazzia, Drogenrazzia. Serienmörderhinweis. Initation. Abgefangener Koi. Ich würde sagen das. Und dann wahrscheinlich die zwei Dinge hier. Aber dafür brauche ich natürlich wieder ein Auto oder ein Motorrad. Yes, I have a car in here.
life. Just for one day. Ja, kannst du irgendwann schon mal. Dass er hat extra für sein License Plate gezahlt. Wahrscheinlich mit dem Namen drauf oder irgendwie so. Central Ferry Terminal. Ja, was? Kann ich helfen? I'm Big Eddie. Big Eddie Kwong. It's my job to make sure Sun Wan Yi is taking down 18K, but everyone is so fixated on the internal struggle that nothing is getting done. Will you help? What can I do for you? 18K is running a massive drug convoy across town. If the drugs get into circulation, they'll make a fortune. It'll really strengthen the gang. I need you to take down the four vans before they get to their destination. Sounds good. Okay, das, was mir gerade auffällt, ist, dass die ganze Zeit die Gespräche hallen. Was eigentlich nicht der Sinn sein soll. Aber wahrscheinlich eben wegen Dolby Atmos. Da muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie eine. Irgendwie eine irgendwie was in den Einstellungen ändern kann. War ja jetzt wieder wie immer ziemlich einfach. Und fast ansehen Stufe 9, 10 meine ich. Nice. Und ich mich hier versehe, gibt es noch einen Geldtransport. Da müssen wir glaube ich 5 sammeln. Um die Errungenschaft abzuschließen. Also wieso nicht? Cops sind immer so langsam. Gar nichts. Hallo, ich bin's. Okay, schlechte Idee. Das ist da bei der Hochzeit wieder. Auch schlechte Idee.
war's das jetzt, glaube ich, hoffentlich. Das war's gut. Könnte hier mal in einem Shop schauen, was sie für Kleider verkaufen. Vielleicht gibt's da was anderes. Sorry. Nicht meine Absicht. Kleptomane. 30k. Was hast du so zu verkaufen? Der sieht noch nice aus. Come back when you're ready to do something interesting. Dode, pleasure doing business with you. Da gibt es noch die Statue, aber was, das ist der Schächt. Ja, das ist die. Im Fenster drin, also in der Wohnung. Da habe ich ja keine Ahnung, wie man dort hineinkommt. Hoch angesehen. Nice! 40% Rabatt auf den Kauf sämtlicher Waffen und Kleidungsstücke. Man kann Waffen kaufen. Man kann Waffen kaufen. Wo kann man denn Waffen kaufen? Hä? Kann man doch gar nirgends. Den Waffen kaufen so können sollen können können sollen. Hello. I need some clothes. Zeig mal. Eine Daunenjacke. Let me ring that up for you. Excellent. Thanks. Come again. Thanks. Come again. Excellent. Only a crazy man would turn that down. Excellent. Excellent. These are the latest. Perfect for you. I got clothes.
an entire wardrobe. Please come by anytime. Danke, bye. Love is love. Adios.